So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder bei Arc Age. Und ja, wir haben beim letzten Mal uns mit ein paar Gorillas rumgeschlagen. Hier rennen noch ein paar rum. Und wollen natürlich weiter in Richtung den Hafen. Oh, komm, geh auch noch weg. Von Mahadevi. Genau. So. Ja, ansonsten kann ich noch ein paar andere Sachen sagen nebenbei. Und zwar, ich habe meine ersten richtigen Hater. Yay! Muss auch schon mal mindestens erwähnt werden, ja. Und zwar habe ich ja als Projekt gemacht, weil. Nach, lesen wir das mal hier vor. Ah, es ist angekommen. Ich hoffe, ich kann mich mit dieser Angelegenheit auf dein Schweigen verlassen. Endlich ist die Zeit gekommen, in das vergessene Land der Mutter zurückzukehren. Ich kann es kaum erwarten, dass die Expedition beginnt. Ihre Hoheit Amarendra IV. Hat Kapitän Sehat beauftragt, ihren Erlass umzusetzen, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Ich muss noch eine Menge für die Expedition vorbereiten. Könntest du für mich diesen Erlass von Königin Amarendra IV. Zu Sehat, Kapitän der Gnade der Königin, bringen? Und Nayat, hast du einen kleinen Jungen in der Stadt gesehen? Mein Enkel Marun hat das Haus schon vor Stunden verlassen und ist immer noch nicht zurück. Marun ist ohne seine Mutter aufgewachsen und er ist so einsam. Sein Vater Gavin ist so in seiner Arbeit eingespannt, dass er selten nach Hause kommt. Der arme Junge ist dadurch ein bisschen seltsam geworden. Er sollte in schlechter Gesellschaft geraten sein. Ich mache mir Sorgen, dass er womöglich weggelaufen sein könnte. Bitte halte für mich Ausschau nach Marun. Ich weiß, er ist in dieser Nadal befreundet, die ich gerade auf der unteren Seite des Dorfes gesehen habe. Vielleicht weiß sie mehr. Gut. Also einen Sohn und Nachrichten überbringen. Also, ich habe meine ersten Hater auf dem Projekt Let's Play Your Level 4.0 mit dem Super Mario World, wo man mir Hacks schicken kann, die ich dann für euch spiele. Und ja, das ursprüngliche Projekt war von dem Emero. Vielleicht kennen ihn noch einige. Und ja, der hat jetzt wieder mit YouTube angefangen, was ich richtig geil finde, weil mich freut das, also richtig, also ich bin da richtig begeistert, ja, dass er wieder angefangen hat. Und ja, die Leute waren anscheinend nicht so begeistert, dass ich das für sie übergangsweise gemacht habe. Und deswegen habe ich jetzt so meine ersten wirklichen Hater. Da muss ich nicht lang, nee, da muss ich da lang. Und da habe ich erstmal. Klar, massig Aufrufe, aber auch massig Dislikes. So circa an die 70 Stück. Wo ich mir dann auch so denke, gut, dafür, dass es eigentlich ein verzweifelter Freundschaftsdienst war, in der Sache, dass wir ein bisschen Content nachgeliefert bekommen, wurde ich dafür halt dann jetzt bestraft. Muss ich halt jetzt so in Kauf nehmen. Wo ist denn dieses Ausrufezeichen? Wo ist der Quest? Ist der hier? Hä? Wo ist denn das? Da ist ein Quest. Das ist nicht der Quest, den ich suche. Komisch. Tja, aber so spielt halt das Leben, so ist YouTube. Also, da wird einem nichts verziehen, da wird einem auch nicht gedankt oder so, da wird wirklich dann Gas gegeben und disliked. Ich habe meine Lebensersparnisse für meinen Lieblingsring ausgegeben. Für einen Liebesring ausgegeben. Lieblingsring. Und der ist einfach aus meinem Haus verschwunden. Ich habe meinen Nachbarn Hashan stark in Verdacht. Könntest du dich mal im Haus von Hashan umsehen, ob mein Ring dort ist? Ich selbst darf mich dort nicht blicken lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch einen Ring kaufen wollte, ihn aber sich nicht leisten konnte. Er muss es gewesen sein. Müsste hier sein. Hallo, Hajan. Ich geh mal in deine Kiste, ne? Hast nichts dagegen, oder? Wie kannst du es wagen? Ja, ganz einfach. Sieh mal, ist alles meine Schuld. Ich werde dir den Ring geben und mich gar nicht wehren. Nimm ihn einfach, aber bitte Gnade. Habe ich ihn jetzt oder nicht?
Ja, ich habe ihn. Wusste ich's doch. Hashan war der Dieb. Denkt er wirklich, er könnte mit meinem Ring Sios Herz gewinnen? So ein Trottel. Warte einen Moment, lass mich ausreden. Ich gebe dir eine Belohnung, wenn du dieses Geschenk Suya bringst. Sie lebt direkt unterhalb von uns. Suya ist die Schönste der Schönen. Sie hat versprochen, den Mann zu heiraten, der ihr einen Liebesring bringt. Dann wird sie ja mich heiraten. Damit wird Suya meine Frau werden. Bist du dir da ganz sicher? Alter, 3 Quests zum Abgeben. 4! Kesha schickt diesen Liebesring? Tja, als ich sagte, ich würde denjenigen heiraten, der mir diesen Ring bringt, meinte ich eigentlich, dass ich den Kunsthandwerker Aranmir heiraten würde. Er ist ein ehrlicher und fleißiger Mann. Er wird noch einen Ring für mich anfertigen. Oh, oh, oh. Hochstufung auf Rang 6 durchgeführt. Yay! So, kann ich jetzt... Hier kann ich jetzt noch einen verteilen, so wie es aussieht. Ich würde das da gerne hochstufen. Ah, das kann ich gar nicht hochstufen. Zauberlevel 20... Hä, was kann ich denn dann hochstufen? Passiver Skill. Ah, hier. Da kann ich auch hoch. Verringert die Mana-Kosten von Zaubereifähigkeiten minus 18%. Erhöht die Mana-Regeneration nach dem Wirken plus 7 alle Sekunde. Wandelt 3% des erlittenen Schadens in Mana um. Erhöht das maximale Mana. Erhöht die Reichweite für Zauberei-Skills. Achso, ich kann nur da und da hochskillen. Also effiziente Zauberei oder... Machen wir effiziente Zauberei, komm. Hasemia! Ein Brief von einem Rudal? Oh, ich erinnere mich. Wir waren für kurze Zeit ineinander verliebt, doch eines Tages verschwand er einfach. Es geht ihm gut. Er ist gesund. Ich bin ja so froh. Bevor er die Stadt verlassen hat, hat mein Verlobter ihn so hart geschlagen, dass sie Angst hatte, er würde für immer humpeln. Unsere Liebe war kurz, aber sehr leidenschaftlich. Weißt du, die Fertigkeiten meines Verlobten reichen nie an die von Rudal heran. Okay. Ah ja. Du hast also gehört, dass sich mit Elfenbein hohe Preise erzielen lassen, was? Dann hast du wohl auch schon gehört, dass der königliche Haushalt Elfenbein zum Schutz der Elefanten verboten hat. Ich soll dir abnehmen, dass es einfach am Boden herumlag und du keine Ahnung hattest, dass es illegal ist, es zu verkaufen? Ja. Ich hab's vorher noch gesagt, ne? Also letzte Folge habe ich ja gesagt, oh, Elfenbein, das gibt Ärger. Es ist alles illegal, egal wo es herkommt. Hier, nimm diese Münzen, lass das Elfenbein dort und jetzt hau ab, bevor ich es mir anders überlege. Wow, wir haben ein paar Sachen bekommen, ole ole. Und wir haben Erfolg. Befreie Mai Devi, 30. Fertige Steinziegel und... Nee, dafür muss ich Arbeitspunkte investieren. Nee. Und Nadal. Ja, Marun ist mein Freund. Was kann ich für dich tun? Marun versteckt sich ständig irgendwo. Wahrscheinlich ist er dort drüben in der Höhle zwischen den Häusern. Dann gehen wir mal den kleinen Raufbold suchen. Marun. Werftarbeiter. Marun. Marun. Ja, ich bin Marun. Wer bist du? Ich bin doch gar nicht so lange weg. Und da macht sich Opa schon Sorgen? Mein Vater arbeitet dort in der Werft. Ich komme oft hierher, um ihn zu beobachten. Aber ich glaube, das weiß er gar nicht. Heute ist mein Geburtstag. Mein Vater kommt wahrscheinlich nicht nach Hause. Er wird bloß wieder sagen, dass er zu beschäftigt ist. Und dabei bin ich sein einziger Sohn. Ach Mann, der Arme.
Chaos. Kampfbeginn. Cool, kann man sogar Ratten heraufbeschwören. Und hier geht's weiter. Also wir kriegen hier von Quest zu Quest immer mehr Informationen. Wir müssen hier immer weiter nach unten gehen. Aber hey, es macht immer noch riesen Spaß. Sie wollen sobald aufbrechen, dann haben wir aber echte Probleme. Irgendwie sind nämlich Ratten in den Schiffsproviant eingedrungen, der hier im Hafen gelagert war. Wir müssen die Vorräte unbedingt rechtzeitig fertig haben. Ich habe noch viel zu tun, bevor wir soweit sind. Ihre Hoheit möchte, dass wir noch diesen Monat abreißen. Wenn wir den Proviant für die Expedition sichern wollen, müssen wir das Rattenproblem in den Griff kriegen. Könntest du bitte jede einzelne diebische Ratte erledigen, die du in diesen Frachtkisten findest? Ups. Ah, komm. Alter, was sind denn das für Ratten? Okay. Was sind denn das für fiese Ratten, ey? Schaut mal, wie die mich zugerichtet haben. Nee, nee, es gibt hier sogar Bonusbelohnungen, sehe ich gerade. Da machen wir doch ruhig ein paar mehr, oder? Übererfüllt. 5 von 3. Ah, okay. 5 von 3 ist das Maximale. Aber egal. Mahadevi retten gehört auch dazu. So. Nun gut. Fantastisch. Nachdem die Ratten jetzt aus dem Weg geräumt sind, kann ich weitere Inspektionen der Rationen anordnen und anfangen, Seeleute für die Expedition anzuheuern. Es gibt einen bekannten Bootsführer namens Tamilon, der schon mehrere solide Mannschaften eine wichtige Stütze war. Ich glaube, er kämpft zurzeit vor dem Hafen gegen das Seevolk. Für diese Expedition brauchen wir Leute wie ihn, auf die man sich in jeder Lage verlassen kann. Könntest du ihn bitte suchen und ihm ausrichten, dass ich nach ihm suche? Am ehesten findest du ihn in der Bucht am Immerweißstrand. Er hat in die Richtung gezeigt, ne? Dann war es doch die andere Richtung. Dann laufen wir mal hier lang. Hätte jetzt echt wetten können, ist da ist die andere Richtung. Garif. Maruns Vater? Das bin ich. Ich bin Garif. Was meinst du damit, ob ich weiß, was heute für ein Tag ist? Nein, nicht wirklich. Was ist heute? Maruns Geburtstag? Das wusste ich nicht. Ich sollte heute auf dem Weg nach Hause ein Geschenk besorgen. Genau, mach das mal für deinen Sohn. Ah ne, da hinten ist der. Wir müssen also wirklich nach da hinten rennen. Okay. Ich glaube, der Leomorph kann auch schwimmen. Okay, so viel schneller ist er jetzt auch nicht. Das macht ja gar keinen Sinn mit dem irgendwie zu laufen. Zack, zack.
Wie bitte, was? 5 Quests? Ah, ne, 4. Wenn du uns mit den defekten Klingenflügeln helfen willst, wirst du aufs Wasser müssen. Es ist wegen des Seevolks da draußen aber ziemlich gefährlich, also nimmt man den Docks ein Maldivi-Ruderboot. Das ist nicht gut. Der Speerroboter Klingenflügel hatte während eines Übungsmanövers eine Fehlfunktion. Dabei ist er für Sicherheit unserer Expedition extrem wichtig. Er ist hier im Hafen irgendwo in die Bucht gefallen. Kannst du den defekten Klingenflügel für uns bergen? Oh Mann. Amir. Als ich noch jünger war, bin ich einmal fast im Meer ertrunken. Seitdem bekomme ich beim bloßen Anblick von tiefen Gewässern schon eine Gänsehaut. Leider wollte mein Vater immer, dass ich seine Fußstapfen trete und Fischer werde. Eigentlich wollte ich nicht fischen, aber mein Vater ist sterbenskrank und so versuche ich, mich meiner Furcht zu stellen. Es klappt aber nicht so richtig, deswegen muss ich mir eine Schwimmweste bauen. Aber um die Weste zu vollenden, brauche ich Schwimmblase eines Schützenfisches. Fischens. Und die gibt es leider nur mehr. Könntest du mir helfen? So, bevor wir jetzt mit Jorban und so weiter reden, sind wir schon wieder am Ende der Folge. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Arc Age. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.